Hallo allerseits, so in diese Sequenz um das Sierpinski-Dreieck gehen. Ja, man kann das so einrichten, dass man sagt, man startet mit drei Eckpunkten in einem Feld, einmal eins oder sowas. Und jetzt haben wir folgende Spielregeln: Man wählt zuerst random, irgendwo einen Punkt. Und nun macht man so, man wählt quasi eine der drei Ecken, muss man per Zufall wählen und sagt dann, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Ecke hier per Zufall gewählt habe, dann wähle ich einfach den Mittelpunkt dieser Strecke, die es da gibt. Und dann mit dem neuen Punkt, den ich da gewonnen habe, mache ich dasselbe Spiel wieder. Ich wähle at random eine Ecke, vielleicht gibt es wieder dieselbe. Und dann wähle ich wieder den Mittelpunkt. Dann wähle ich wieder eine at random, das war vielleicht die da. So. Und wenn ich dieses Spiel fortführe, dann könnte man meinen, gibt es da vielleicht irgendwie so eine Verteilung von überall von Punkten. Aber das ist nicht so. Also wenn man das anguckt, gibt es ein Muster. So ein sogenanntes Sierpinski-Dreieck. Und das wollen wir uns jetzt rasch mal in einer Animation anschauen. Es entsteht eben so ein schönes Dreiecksmuster. Und dieses Muster ist selbstähnlich, ist ein Fraktal. Das heißt quasi die Figur, die man im Großen sieht, die kommt auch immer wieder im Kleinen vor. Ich lasse jetzt dann das Video etwas schneller laufen, damit die Animation dann mit vielen Punkten eben dargestellt wird, damit man diese Selbstständigkeit dann auch wirklich gut sehen kann. Ja, jetzt das Ganze noch nicht animiert, dafür mit vielen, vielen Punkten, so dass man eben hier wirklich einen schönen Einblick in dieses Fraktal-Sierpinski-Dreieck bekommt. Sie sehen auch schon die Startwerte dort in den weißen Dreiecken. Natürlich braucht es ein bisschen Zeit, bis es sich eingependelt hat. So für 100 kann man noch fast keine Struktur erkennen. 1000, schon etwas besser. Das sind immer random gestartet, ja. Sie sehen, das sind immer neue Anfangspunkte da. Sieht man schön durch das Einpendeln. Ja, voilà.